Einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei Dawnfall. Grüß euch. Ich hoffe, es ist jetzt alles richtig eingestellt. Ich habe gerade gemerkt, bei den belegten Tasten, die ich habe, passieren irgendwelche Geschichten. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Quick-Load-Geschichte. Bisschen merkwürdig gerade. Und schönen guten Abend, Eve. Wir haben ja zuletzt Agnes kennengelernt eigentlich ich hab seinen Namen vergessen. Jedenfalls wurden wir vom zackenden Zacker erwischt und wir sind jetzt jeweils woanders und konnten uns für Agnes entscheiden. Was ich total interessant finde und ja, mal gucken. Ich hoffe erstmal, dass die Lautstärke irgendwie so hinhaut und ja, wir wühlen uns jetzt mal durch. So. Sieht warm aus. Ich sehe irgendwie auch gerade. Was ist anders? So. So, besser. Im Bettchen wollen wir auch schlafen. Oh, der Lieblingsgruß, Grüße von Manu. Na, vielen herzlichen Dank. Kannst gern zurückgrüßen. Ist ja irre, dass du auch noch lebst und der Manu auch noch. Oh ja, ich habe ihn ja gerade rausgekickt aus meinem Kanal quasi. Ich stehe auf das Kleid. Das steht dir echt gut. Ah, okay, ich glaube, wir müssen hier einfach raus. Einfach raus und sterben. Ein paar Probleme? Okay. Oh, komm, Mann, das tut mir echt leid. Ich hab's mir schon gedacht, also ich habe dich auch jetzt zwar vermisst, aber es war völlig okay. Ich meine, war eh nichts los und ich konnte mich noch auf Eve verlassen. Die war auch immer ordentlich da. Hä? Achso, will ich das Bett untersuchen? Hä? Ich wette, das ist er, oder? Nein, gar nicht, gar nicht. Was ist ein Radio? Ausschalten, anschalten erstmal. Oh. Ein Oldie, aber noch besser als nichts. Stell wieder aus. Dann raus aus dem Fenster. Ein bisschen hoch, um zu springen. Na gut, dann nehmen wir einfach die Laken. Mann, komm. Wie in jedem anderen billigen Film. Wie komme ich nochmal ins Menü? Ah, so. Ach Mann, ins Menü komme ich noch, aber die Sachen dann noch auszuwählen. Enter. Hä? Zu so blöd, das Inventar zu bedienen. Schließen, nein, wollen wir nicht. Rein, raus, das ist drinnen. Ich drücke Enter. Untersuchen, benutzen. Untersuchen. Es ist nur ein altes Laken. Nein, nicht benutzen. Achso, ich bin im Elchkopf. Das macht vielleicht mehr Sinn. Mit etwas längerem Anfang. Mit dem Bett vielleicht noch? Ach so, oh Mann. Ich bin doch manchmal auch ein Blödkopf. Können wir die miteinander verbinden? Nee, können wir auch nicht. Nee. So. Ich muss halt zehnmal nachfummeln irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und jetzt kommt die mit ran. Schwierige Geburt bei mir heute. Tut mir leid. Und jetzt aber. Jetzt kommt Joe hieß er, glaube ich, oder? Rein. Der Zacker ist zurück. Nichts sagen. Aber, ah, das ist ganz oben. Die oberste Etage. Da bist nicht 4 Etagen. Also Erdgeschoss und dann 1, 2, 3, 4. Autsch. Das tat sicher weh. Oh, hier ist Johnny. Ja, so ungefähr.
Nochmal nur. Jimmy? Jimmy? Ich glaube, Johnny kommt hin. Doch, Johnny. Aber ich glaube, da mit H noch geschrieben. Vielleicht Jimmy. Jetzt hast du mich verunsichert. Aber ich glaube, viele Leute haben das schon. Oder in vielen Serien wurde das schon parodiert. Genau, das ist es. Jetzt hat mich das mit dem Auto die anderen beiden hier ankamen. Oh. Fucking Genius, natürlich. Ich meine, wir können uns auch einsetzen, aber... Wer will das schon? Können wir einfach so eine Murmel da oben abreißen? Ah, guck mal hier. Sein wertvolles Blatt. Das Blatt ist abgefallen. Was nehmen wir? Nehmen wir den Penis? Nein! Ach Manu, ich würde den Penis nehmen. Ach, jetzt kann ich nicht mehr. Ey, Fräulein, deine... Meine Hand, dein Schwanz, meine Hand, was wird denn das? Ich muss ihn nicht drücken. Ach. So. Nutzen wir unseren Kopf, ne? Doch, reicht. Hups, falsch eingestellt, der Gang. Hätte man noch vorher mal gucken können. Ach ja. Oh, ist auch offen. Was soll's? Hat ja funktioniert. Hoffentlich wird der Regen das Feuer löschen. Ach stimmt, die Motorhaube brennt. Das ist auch aus der Cat Lady. Das Auto an dem fucking Baum. Ich hab mich immer gefragt, wie das da hingekommen ist. Das war alles schon durchdacht, als sie das Spiel gemacht haben, glaube ich, den ersten Teil. Ich habe gerade so ein bisschen Slender-Angst. Ach du Kacke. Warum eine Puppe? Im Englischen heißt der Johnny. Im Deutschen Jackie. Was? Den Namen übersetzt man falsch, ja. What the fuck? Wieso Jackie? Aber ich kenn's auch nur im Englischen, glaube ich, fast. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Deutschen mal gesehen habe. Tap, 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 tap. Ist das eigentlich ein bisschen verschwommen? Manchmal sieht das so aus beim Laufen. Sehe ich das selber nicht scharf. Immer links lang, immer links lang. Und die Wände... Oh Mann, ich habe extra noch einen Bonbon gelutscht vorher und... Hä? Manu, tut mir leid. Na doch. Dann versuche ich einfach ein bisschen ruhiger zu sein. Jemand hat einen Türrahmen auf diese Wand gemalt. Wenn er doch nur echt wäre. Wir haben jetzt nur die Puppe. So dünn. Was für ein schreckliches Vorbild für kleine Mädchen. Mit dieser Mähne sieht sie irgendwie wie eine Bürste aus. Nee. Bin ich mit Puppen spielen? Huch. Ach nee, es war nur... Nee, Korridor. Okay, halte ich einfach die Klappe heute mal. Gucken, ob das funktioniert. Ich glaube ja, dass ich mich bereits verlaufen habe. Nur so ein Gefühl. Nee, das ist der... Da kommen wir her. Hm. Ah, überall Sechsen. Das ist, genau. Ich glaube, ich bin gleich wieder zurück durch den Korridor gelaufen.
Kürbisse? Ruf da.